Hi Leute und willkommen zurück zu Ni No Kuni Cross Worlds. Ich habe im letzten Part ja gesagt, dass wir jetzt langsam wieder anfangen müssen, irgendwelchen Stuff zu pullen. Da wir jetzt schon ein bisschen Schwierigkeiten in den Kämpfen bekommen. Ich habe ein paar Level-Ups gemacht. Ist auch ein neuer Tag. Einlog-Sachen mir schon geclaimt und so weiter. Und wir fangen jetzt an mit den verschiedenen Pulls, die wir machen können. Ich hatte jetzt die ganze Zeit irgendwelches Pull-Material, irgendwelche Tickets, irgendwelche Diamanten und so weiter fürs Pullen mir gezogen habe. Und ich muss erst nochmal was schauen. Haben wir. Habe ich alles schon freigeschaltet? Nein, das ist klar, das ist Gilde. Hier ist auch alles. Hier ist auch alles freigeschaltet. Das fehlt noch, Spielzeug. Das sind immer die Würfel, die hier rumliegen und sowas anderes. Keine Ahnung, wann ich das bekomme. Okay, dann gehen wir zum Laden, gehen wir zu Beschwören. Und dann gucken wir. Das ist hier das aktuelle Event. Das ist nicht dieses Standard-Banner mit dem garantierten Forster, sondern ein anderes Banner. Wo du halt nochmal ein Wasser-Hippocampus ziehen kannst. Uns interessiert aber mehr natürlich Ausrüstung. 2 bis 4 Sterne. Garantiert ab 100, garantiert ab 200. Okay, ja. Wir haben hier 14 Tickets. Machen wir 10er Pull. Gucken, was passiert. Ich weiß auch nicht, wie irgendwie eine Animation aussehen würde. Das könnte ein Forster, glaube ich, sein. 3-Star und 2-Star. Hoffen wir. Ich weiß es nicht. Oh, okay. 4-Star Expertenstiefel. Ist okay. Neue Stiefel auf jeden Fall. Und ich glaube, ein neuer Helm. Gehen wir mal raus. Wird uns das Spiel gleich sagen. Ja, Helm und Stiefel sind damit neu. Sehr schön. Schon mal ein kleines Upgrade. Weiter. Jetzt müssen wir gucken. Das ist halt, will man hier reingehen oder nicht? Ich hätte halt, ja, so ein Lava-Löwe. Spitzbube. Genau, also wir haben den, weil ich den einmal selber gezüchtet habe aus dem Ei. Den haben wir selber so gepult. Ja, es gibt halt schon ein paar coole. Ah, ihr seht, das ist halt die Rate, die Chance, dass das 4-Star wird, ne? Den bekommt man, wenn man alle täglichen Aufgaben beim Event macht. Und das ist das, was du dann halt wahrscheinlich hier bekommst. Bei dem... Warte... Das erhöhte Chance, dass der halt rauskommt. Aber dafür ist es halt bei den anderen die Chance niedriger. Bloß ein Wasser-4-Star brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ist halt das Problem. Ein 4-Star Feuer brauchen wir eigentlich auch nicht mehr.
So, ich würde schon hier reinpullen, mal gucken. Nope. Ich glaube nicht. Sei denn, dass da hinten oben war einer. Oh, lul. Okay, doch. Spitzbube, der zweite in der Liste. Also ein kleiner Teufel. Super Unterstützer. Okay, das ist nicht mal ein Damage-Dealer. Genau. Man könnte das jetzt noch rewollen, müsste aber dafür... Ne, Quatsch, das ist nicht rewollen, das ist nochmal pullen mit Diamanten. Okay. Ja. Einen neuen Forster. Ist okay. Also ich habe, ne, Diamanten ganz normal während des Spiels zusammengesammelt. Kostüme kann ich noch pullen. Gucken, ob wir was Schönes bekommen. Also zweimal Ausrüstung verbessert und einen neuen Forster. Ist okay. Oh, schade, schade, schade. Nur ein bisschen Farbe und das Garn dazu. Muss mal gucken. Wir hätten halt hier so einen geilen Helm bekommen können. Ein paar Brillen. Neue Frisuren. Dann richtige Outfits. Das hier versuchen viele zu bekommen hier. Puppenkleidung. Offensichtlich warum, glaube ich. Realitätsoutfit. Ja. Natürlich nur das bekommen. Man kann, glaube ich, aber dieses andere Zeug, was wir bekommen haben, umtauschen irgendwo. Das hier zur Herstellung von Kostümen. Das habe ich auch schon irgendwo gelesen. Okay, war okay erfolgreich. Mal gucken, ob man irgendwas sieht. Ach nee, das war nur, weil ich meine Level-Ups gemacht habe. Ob das irgendwo steht. Weil hier steht halt Herstellung nicht möglich und hier steht halt nicht im Besitz. Nicht im Besitz herstellen. 530 und 7 davon. Okay, dann weiß ich Bescheid. Wo ist denn das? Hier, das. Das versuchen viele zu bekommen. Das braucht 2200. Uff. Okay. Vertraute. Dann gucken wir mal. Dann haben wir jetzt auch mal Forster-Unterstützer.
Er kürzt die Ablenkzeit der Fähigkeiten von Feuervertrauten. Okay. Stellt sofort 10% der verlorenen LP plus 2. Nicht schlecht. Stellt sofort 2% der Max P Verbündeter Vertrauter wieder her. Also er heilt mich einmal und er kann. Moment. Ah, das wäre nicht schlecht. Dann legen wir ihn ab. Und ihn anlegen. Okay, dann haben wir so einen kleinen Heilem-Team jetzt. Okay, dann werde ich mal mit den Rufsachen weitermachen, damit wir dann gleich die Story weitermachen können. Also kurzer Cut. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit der Story. Ich habe Ruf natürlich wieder so weit gemacht, wie es geht. Nur für den Fall, dass irgendwie mal eine Grenze auftaucht. Und jetzt sollten wir eigentlich... Genau, zu dem... zum friedlichen Forst gehen und da uns umschauen. Ich hasse es. Also ich habe natürlich Waffen wieder gelevelt, Rüstung wieder gelevelt und so weiter. Alles natürlich, was wir da gepult hatten und so weiter und so weiter. Mal schauen. What do you mean, what do we do? We'll deal with it, but don't worry. So, jetzt haben wir unseren kleinen Teufel, der mit uns kämpft, unseren neuen Forster. Okay. Also die Quest ist über unserem Gegenstandslevel. Irgendwie so 20.000. Hoffen wir, dass wir nicht sterben und Heilung plus der Support von den Pet reicht. Dass wir hier die drei Gegnerwellen schaffen. Okay, das hat schon mal geklappt. Wow! Something's definitely the ones from earlier aren't usually the type to. Let's get to the Serene Forest before more of them show up! Aber ich glaube, wenn man. Also, ich habe eine Kiste gekriegt mit Spielzeug für die Pets. Wenn man den. Das gibt werden die Pets auch noch stärker oder die. We're almost there. The Serene Forest is just past here. Okay. Was bist du für eine Kiste? Okay. Hier ist irgendwie sowas. Mit Spielzeug. Ja, Spielzeug. It's over here. I'm afraid not. No. I think.
Let's go! What is it? Who is it? Take care of it, okay? Look here! Hey? Huh? Okay, von denen sind also auch welche verschwunden. I thought I told you not to let anyone enter the village. Tja, Ben hat einiges drunter. Listen, the fairy village is in trouble as well. Quiet! Why so stubborn? How would I know who you are? I won't talk to anyone I can't trust. Nochmal ne. Es ist zwar viel zu spät, dass man die jetzt bekommt, aber egal. It's impossible to talk. I guess we have no choice. Huh? I'm sure they have their own. Yeah, I guess that's the only way. No. Okay, ja, ich muss also nochmal Ruf sammeln. Also wie gesagt, das hier habe ich schon alles fertig gemacht. Jetzt muss ich noch mehr fertig machen. Ist das Katzenmount Bernstein? Ich würde mich doch ärgern. Ich habe halt nur das halbe Level geschafft mit den Sachen, die da waren. Okay, dann werde ich das wohl doch nochmal machen müssen. Also nochmal ein Cut. Hi Leute und willkommen zurück zu Ni no Kuni. Ich habe es jetzt inzwischen Zeit geschafft, endlich die Rufstufe 2 in dem Feengebiet zu bekommen. Wofür man Level 40 werden muss, damit man die letzte Quest da bekommt. Und das heißt, wir können dort jetzt weitermachen und hoffentlich den nächsten Weltenhüter treffen. Also ich muss nur nochmal 2 Level machen, was fast 2 Millionen XP war. Okay. We heard the kids in your village. What? In the you didn't give us a so. It appears. I should have known. I'll capture every single one of them and Chief! You can't do that! Ah, platypals! Perfect timing. What am I doing here? Oh, this is perfect. Let's try to You know? Yup, they're my friends who saved me back in the autumn forest. So I see. I heard the story from Pouty and Sulky. I'll take But wouldn't it be? Don't worry about it. My friends will protect Okay. I'll leave it up to you then. If Platypaws is guiding you folks there, the fairy kid should stay safely with us. Wenn wir die dann gerettet haben, bringen die uns hoffentlich dann zum Hüter. Natürlich mit Level 40 nochmal Rucksackerweiterung bekommen und all so ein Quatsch. Equip. Pleasure to meet you. Na, 4 Sterne und 3 Sterne jetzt alles. Überall, wo so ein etwas dunklerer Stern ist, heißt das, dass ich das selber geupt habe. Das andere natürlich ist halt, was ich gezogen habe. Damit man es selber upgraden kann, muss man immer das Level auf 30 machen, dann die bestimmten Steine dazu haben und dann kann man es selber auf ein 4-Sterne-Item aufrüsten. Hat ganz schön lange gedauert, muss ich sagen. Und ich hoffe, das hilft jetzt ein bisschen. So, mal gucken. Also, dass ich nicht wieder so schnell im Leben droppe. Yep, yep. Let's go! Oh, no.
Ausweg. Natürlich kommen jetzt Gegner mit dem Element, wo ich die schwächsten Waffen habe. Okay, ja, doch, ging besser als gedacht. Ich habe jetzt hier auch diesen Tankwal mir selber mal ausgebrüht. Das heißt, der gibt mir auch ab und zu mal ein Schild. Ist halt, Hexenklasse ist halt so Glaskanone-Ding mit wenig Verteidigung. Deshalb müssen wir uns da so ein bisschen anpassen. Ja, nein. Du touchst das hier erstmal. Jetzt könnt ihr weiter. Brauche ich inzwischen halt nicht mehr. Da habe ich eine bessere. Ja, ja. Gegenstandsstufe zu niedrig. So viel auf 4-Star oder 3-Star und Gegenstandsstufe ist noch zu niedrig. Counter bekommen. Ich hab Doppelschild gerade bekommen.
Serves you right. By the way, what do we do with it? Should we heal? What? This one's a boar, you know. Same side as... But he looked like he was attacked by... The boar tribe isn't usually this vibe. There are a lot of herbs that are useful for... We can crush them. Then let's look for this herb. I don't know. My name is Clue! Oh, come on! Also, ich habe 2 Level gemacht, Items auf Stufe 3 und Stufe 4 gebracht. Es reicht immer noch nicht, um in der Story gut voranzukommen. Uiuiuiui. Gibt es noch besseres Bufffood? Das müsste ich mal gucken. What are you doing? Use the herb already. Es passiert nichts, doch. Hey, that worked. Thanks for helping. Aren't you their boss? A strange rift for a mysterious or some of my people who got affected by it. Then Silva the Forest Guardian visited us. Silva? Aye. He told us if we brought him the children. Silva's the one who told you to kidnap the children. Oh, it's true. Unfortunately, my men weren't so keen on accepting my decision. It appears my tribe. I know I'm not in the place. Hand me some moondew flowers. It'll moon? As a type of herb infused. If we can cure the boar tribe. If you go northwest, I'll return to the village. I'll wait right here. Please, gather the moondew flowers. Okay. Also wir machen die bösen Wildschweine wieder gut, damit wir die Kinder wieder zurückholen können. Ah doch, da ist sie. Ich wollte eben sagen, da war ein Geist hinter uns. Warum stehen da schon wieder Ruf auf? Ist ja nicht so, dass ich erst Rufaufgaben von Level 38 bis Level 40 gemacht habe. Warum sind da jetzt schon wieder welche? Oh, but, mal. Natürlich. Langsam fühle ich mich gescammt. Mal versuchen. Mal gucken, dass ich hier bei der nächsten Gruppe jetzt gleich den Charge-Angriff mache. Ah.
Da habt ihr die Charge-Regeln. Ja, okay. Ich glaube auch. Dann das da wieder. Ich hoffe, du bist jetzt fertig. Wir müssen wirklich in den Dicken kämpfen. Okay, dann machen wir das noch. Schaffen uns noch ein bisschen mit irgendwas. 6000 Schaden. 11000 Schaden. 6000 nochmal. Wir ein bisschen rum. Gut. Junge, Junge, Junge. Okay, dann machen wir wieder bei den borschten Viechern im nächsten Part weiter. Ciao, Leute.